Die Kirche St. Laurentius und Elisabeth war fast bis auf den letzten Platz besetzt. Und das, obwohl der Gottesdienst am Allerheiligentag schon um 9 Uhr morgens begann. In seiner Predigt sprach Pfarrer Max Bauer unter anderem über die Gemeinschaft der Heiligen und darüber, dass alle Getauften Teil dieser Gemeinschaft sind. Auch wenn für viele Geistliche das Hochfest aller Heiligen mit viel Arbeit verbunden ist, tat das der feierlichen Gestaltung des Gottesdienstes keinen Abbruch. Wir haben insgesamt 7 Gottesdienste an diesem Tag mit 2 Priestern. Der erste fängt um 9 Uhr an, der letzte ist um 15 Uhr. Dazwischen gibt es mal schnell die Pause zum Mittagessen. Das heißt, es ist durchaus ein bisschen stressig für einen Pfarrer, dem pressiert es da immer ein bisschen. Und gleichzeitig soll es aber andächtig sein und dass man die in Hektik einfach nicht ummerkt. Aber die Menschen machen mit, gell? Um 9 die Kirche war voll. Ja, das hat mich sehr gefreut, hat mich auch ein wenig überrascht. Aber man merkt einfach, wie wichtig die Leute dieser Gräberbesuch dann doch ist und der Besuch bei den Verstorbenen. Darüber war ich wirklich froh und dankbar. Weil der Allerheiligentag im Gegensatz zu Allerseelen ein gesetzlicher Feiertag ist, hat es sich vielerorts eingebürgert, schon an Allerheiligen auch die Verstorbenen zu ehren. So war es auch in Altshausen. Gleich im Anschluss an den Gottesdienst gab es auf dem Friedhof eine kurze Andacht. Dort wurden Fürbitten für die Verstorbenen vorgetragen. Danach segnete Pfarrer Bauer die Gräber. Ein ganz wichtiger Moment für viele Angehörige. Man hat mit den Leuten, die da eingraben sind, hat man auch ein Verhältnis gehabt, Jahrzehnte. Und ich kann nur sagen, ein gutes Verhältnis. Und darum bin ich eigentlich mehr oder weniger verpflichtet, an dem heutigen Tag da herzugehen. Ja, das ist einfach einer von den 4 wichtigsten Tagen im Jahr, also im katholischen Sinne aller Heiligen. Ja. Gedenken an die Heiligen, an die Verwandten und an die Heiligen, an die Mitmenschen. Ja. Und nicht nur an die eigenen denken, sondern auch an die anderen, die halt eben durch zum Beispiel durch einen Krieg oder verletzt und getötet werden. Wissen wir alle, zurzeit ist in Osteuropa die Hölle los. Weil meine Eltern hier beerdigt sind und weil das einfach ein Tag ist, wo man sich erinnert an die schönen Zeiten, an die schwierigen Zeiten. Und hier ist halt der Ort, wo sie begraben sind. Und das ist einfach die Anlaufstelle. Man hat viele Erinnerungen, aber für mich ist Grabbesuch, jetzt wird es ja immer weniger im Laufe der Jahre, Sie sehen ja, wie lange die schon gestorben sind. Aber es ist einfach die Stelle, wo ich ihre besonders gedenke. Man ist so aufgewachsen, ist klar. Und ich bin zu meinem Vater und Mutter beim Familiengrab besuchen, besonders an diesem Tag, das ist ja klar. Ansonsten natürlich auch, nicht nur an heutigen Tag. So wie hier in Altshausen versammelten sich an Allerheiligen Katholiken auf der ganzen Welt, um das Hochfest zu feiern. Oft verbunden mit der Gräbersegnung. Sowohl Allerheiligen als auch Allerseelen sind 2 Tage, die zum Ausdruck bringen, dass die Lebenden und die Toten zu einer großen Gemeinschaft gehören.